die Weihnachtszeit ist vorbei, ja, und das neue Jahr hat auch angefangen. Und deswegen wünsche ich hier in diesem Video schon mal, wir hatten ein kurzes Video, ein ja, gutes neues Jahr euch allen da draußen, die ich noch nicht gesehen, gehört oder sonst wie erlebt habe. Ja, ich fange einfach mal dieses Jahr an. Ich erkläre gleich, warum die Autos hier draußen stehen. Ich habe unseren MG4 Standard und ja, das neue Fahrzeug von meiner Frau gerade draußen stehen. Warum, kann ich auch erklären, aber kommen wir gleich drauf, am Ende vielleicht. Wir haben ein kurzes Video, denn ja, es gibt was Neues schon bei unserem neuen Auto. Es geht auf das Thema Over the Air. Denn wenn ich das Fahrzeug einschalte, kann ich ja entsprechend fahren. Momentan haben wir auch noch gar nicht so viel gefahren. Wir haben den Akku momentan bei, ich halte mal hier rüber, dass das ein bisschen seht, ja, 42% effektiv haben wir ein paar Kilowattstündchen nachgeladen. Ja, und es geht hier um dieses mittlere Display, denn es gibt hier schon die ersten Tage danach, als wir das Fahrzeug bekommen haben, eine Update-Benachrichtigung. Es gibt also eine neue Fahrzeugversion. Und ja, ich würde sagen, es dauert ein Weilchen. Wir schauen uns das Ganze mal an. Ja, es wird kostenlos hier auf die Version 1.5 aktualisiert über ein Over-the-Air-Update. Vorteil ist natürlich, weil das Auto draußen steht, kann hier das Ganze je nach Netzabdeckung auch unproblematisch eigentlich gemacht werden. Wichtig ist halt hier, ihr stellt das Fahrzeug vielleicht bitte auch so hin, wenn ihr so ein Over-the-Air-Update macht. Hier werden nämlich nicht nur fürs Navigationssystem Updates dann eingespielt, sondern wirklich fürs Fahrzeug. Und das bedeutet, ähnlich wie die Tesla-Fahrer wissen ja, wie das Ganze aussehen kann, dass teilweise nichts geht. Also hier wird ausdrücklich gewarnt. Und ich wollte deswegen auch euch darauf hinweisen, wenn ihr so ein Over-the-Air-Update macht, schaut bitte, dass ihr noch genug Restladung drin habt, dass zur Not das Fahrzeug auch nochmal bewegt werden kann, dass alles entsprechend zu und abgeschlossen ist, so wie hier die Motorhaube, dass die nicht sich öffnen kann oder irgendwas. Dass keine Unterbrechung stattfindet, ist es am besten, das Fahrzeug abzustellen, irgendwo, wo es sicher ist. Wir haben es draußen mal hingestellt sowieso, sodass, wenn im schlimmsten Fall der Fälle der Abschlepper käme, dass auch hier hingefahren werden kann und ihr nicht irgendwo den Straßenverkehr blockiert. Ihr könnt hier sehen, 39 Minuten wird eine Vorgabezeit gegeben von BYD bezüglich des Updates. Hier werden für die Anleitungen entsprechend beziehungsweise auch andere Sachen wie zum Beispiel das Vehicle to Load. Ich habe es noch gar nicht gefunden, ehrlich gesagt, nämlich ich hoffe, dass das wirklich hier aktiviert wird. Ich stelle ja hier Activate V2L for Comfort Configuration. Also das heißt, ich bin mal echt gespannt, ob das dann auch funktioniert. Und auch die Optimierung für Android Auto, Apple CarPlay. Mittlerweile hier kann ich kabellos das Android Auto nutzen. Also das funktioniert jetzt schon. Ein kurzes Update gab es auch tatsächlich gleich bei der Übergabe dann entsprechend. Und ja, jetzt das erste freie öffentliche Update wollte ich euch deswegen für V1.5 verkünden. Ihr seht also, hier werden verschiedene Updates eingespielt. Ich würde es jetzt mal laufen lassen und dann schauen wir mal, ob sich irgendwas geändert hat und genau, wie der Stand der Dinge dann ist, ob es funktioniert hat. Vielleicht hat es ja auch gar nicht funktioniert. Netzabdeckung ist auf jeden Fall da. Wir hätten hier auch noch WLAN entsprechend, aber ich würde sagen, ich gehe jetzt hier mal drauf, bestätige das Ganze noch und berichte euch gleich, was danach rauskam. Bist du unzufrieden über die Reichweite deines gebrauchten Elektroautos? Dann nutze doch einfach den TÜV-zertifizierten Premium Battery Test von Avilo. Über eine Shop-Funktion könnt ihr euch diese kleine Box nach Hause senden lassen. Schließt diese dann an eurem OBD2-Anschluss eures Fahrzeugs an und ladet es zu 100% auf. Danach habt ihr bis zu 7 Tage bequem Zeit, euren Akkustand auf 10% herunterzufahren. Anschließend bekommt ihr von Avilo ein Zertifikat zu eurem Gesundheitszustand eures Akkus. Wenn ihr auch mal euren eigenen persönlichen Avilo Premium Battery Test machen möchtet, dann klickt doch einfach unter dem Video auf meinen Empfehlungslink. Außerdem könnt ihr mich auf meinem Kanal unterstützen für weitere Battery Testing Videos. Also nicht vergessen, abonnieren! BYD, build your dream. So, wir sind wieder zurück am Auto. So, Bremse treten und dann, genau, sehen wir hier,
Update ist erfolgreich. Ihr Fahrzeug wurde auf die neueste Version V1.5 aktualisiert. So, dann würde ich sagen, drücken wir mal OK. Klar, hier kommt natürlich auch die Datenschutzerklärung. Die müssen wir natürlich leider auch hier bestätigen. Hier sehen wir nochmal alle Inhalte. Ich überfliege das Ganze jetzt mal hier. So, zustimmen. Das Ganze hier nochmal. Ja, also da fragt man sich schon, was die alles hier in den Text so rein rechtlich gesehen rein verstecken. Benutzervereinbarung, klein Benutzervereinbarung ist schon, zeigt auch auf jeden Fall, Übersetzungsfehlerchen werden wahrscheinlich nach wie vor auch stattfinden. So, um Ihre Fahrzeugsicherheit oder Fahrsicherheit zu gewährleisten, sollten Sie dieses System und seine Funktion nur verwenden, wenn das Fahrzeug steht. Also, machen wir mal jetzt hier. So, was mir aufgefallen ist, hier oben habe ich immer für dieses, gibt es so ein Track-Mode-Messsystem und das ist immer angesprungen. Die Benachrichtigung, die ist jetzt mal weg. Hier gehen wir mal kurz drauf. Ja, keine Benachrichtigung aktuell hier. So, und jetzt schauen wir mal, was wir so im Menü vom Fahrzeug, wenn wir hier auf das Fahrzeugsymbol hier draufstellen. Genau, Wi-Fi können wir jetzt alles hier theoretisch dann wieder anschalten. Wir gucken mal bei der Versionsverwaltung mal rein. So, hier sehen wir noch nichts. Hier sehen wir auch nichts Besonderes. So, ich würde sagen, dann gehen wir mal auf die Fahrzeugeinstellung, ob sich hier was geändert hat. Hier ist alles noch gleich. Hier könnt ihr alles einstellen entsprechend. Interessant finde ich es auch, wenn es vielleicht Neuigkeiten auch bei dem Thema, ja, wie gesagt, haben wir gerade gesehen, Übersetzung gibt, weil man merkt schon, das Ganze wird aus Chinesisch in, also dem chinesischen Hintergrund sprachlich wahrscheinlich ins Englische übersetzt, ist halt ein internationales Thema und dann vom ja, Englischen dann entsprechend dann wahrscheinlich ins Deutsche, Französische, wo auch immer hin. Dann gucken wir mal bei den Ladeeinstellungen. Hier sehe ich jetzt noch nichts. Hier eigentlich auch kein Unterschied. Mal gucken, ob das hier irgendwo bei Fahrzeug hier ist. Könnt ihr euch nochmal die Benachrichtigung setzen für den Service. Haben wir jetzt auch nicht. Gehen wir mal auf Messen. Fahrzeugzustand in einwandfreiem Zustand. So, also irgendwo muss ich es hier verstecken. Systemeinstellungen haben wir schon. Also es müsste eigentlich, würde ich jetzt sagen, bei Energie sein. Hier kann man einfach die Rekuperationseinstellung festlegen. Vielleicht bei Smart Aufladung. Das sehe ich jetzt auch nichts. Gehen wir nochmal zurück. Und Verbrauch, wie gesagt, den könnte man dann auch mal wieder zurücksetzen. Nochmal wieder gucken, wenn es jetzt ein bisschen wärmer vielleicht wird oder auch kälter. Also ich sehe hier jetzt tatsächlich noch nichts hier im Menü. Ich guck jetzt mal, hier oben kann man nochmal runterziehen. Da haben wir zum Beispiel auch noch Verknüpfungen, wo man ein paar verschiedene Dinge machen kann und Fahrzeugeinstellungen, das gleiche. Auch hier können wir jetzt mal schauen. Kommen wir eigentlich hier nur auf den Bereich Energie bei den Einstellungen. Und genau hier vielleicht noch das kabellose Laden. Das könnt ihr hier unten dann fürs Feld ein- und ausschalten. Also auch nichts, wo sich hier wesentlich geändert hat. Also die Version scheint aktualisiert und installiert worden zu sein, aber ich werde es mal im Auge behalten, weil mich interessiert besonders natürlich das Vehicle to Load, ob das dann auch funktioniert. Hat man mir eigentlich gesagt, dass man nur mit dem Adapter entsprechend das Ganze auch nutzen könnte. Brauche ich hier nochmal eine hardware-seitige Lösung, das heißt, wo erst da ein spezieller Adapter dann entdeckt, dass ich jetzt Vehicle to Load nutzen möchte, oder kann ich es wie beim MG einfach die Funktion einschalten? Da schaue ich jetzt mal noch rein, auch wenn ich es jetzt hier nicht sehe. Das Einzige, was vielleicht auch noch interessant wäre, da können wir vielleicht noch mal ganz kurz drauf gucken, bin ich jetzt auch schon gefragt worden, würde ich sagen, gehen wir mal hier rüber, und zwar beim BYD-Assistent. Da war jetzt alles noch auf Englisch. Da können wir jetzt vielleicht mal schauen, ob es hier noch eine Möglichkeit gibt mit der Sprache. Ausgabesprache scheint hier noch Englisch zu sein. Steht hier Englisch Amerika. Und jetzt sind die anderen, die in Vorbereitung angezeigt wurden, nicht mehr da. Das ist vielleicht, ja,
Eine interessante Sache. Also, wir gehen hier mal auf Anzeigen nochmal beim Sprachassistent. Hier wird auch nur von der Aktualisierung autorisieren. Also, die anderen scheinen jetzt weg zu sein. Ist jetzt die Frage natürlich, gibt es hier noch die Möglichkeit dann entsprechend, dass man auch ja, Deutschland zum Beispiel bekommt, weil in dem Testfahrzeug in München damals, die hatten, meine ich, Deutsch drauf. Hi BYD, öffne mein Fenster. Öffne mein Fenster. Warum? Ne? Das wäre die Frage. Wäre natürlich schöner eigentlich zu benutzen, wie wenn man jetzt alles hier beim BYD im Prinzip dann mit der englischen Sprachgebung, weil wir sind hier auch in Deutschland, ne? Da erwartet man auch so eine Sprachführung eher natürlich in Deutsch wie Englisch oder irgendeiner anderen Sprache. Aber ich halte euch, wie gesagt, auch hier auf dem Laufenden. Also ich sehe noch nicht so viel. Irgendwas muss gewesen sein. Es war ja aktuell erfolgreich auch. Also es gab hier keine Fehlermeldung, dass es nicht geklappt hat. Schauen wir mal. Ansonsten, ja, habt ihr natürlich immer die Möglichkeit, wenn so ein Update fehlschlägt, euch an den Servicepartner entsprechend zu wenden von der jeweiligen Marke, also hier auch von BYD. Also ich halte euch auf dem Laufenden auf jeden Fall. So, und am Ende des Videos wollte ich noch eingehen natürlich auch auf den Hintergrund, warum wir draußen parken müssen, sage ich jetzt mal dazu. Also wir könnten schon drin parken, aber es ist ein bisschen ungünstig. Bei uns ist es wie überall auch, es hat sehr, sehr viel geregnet und wir haben das Problem, wir haben hier ein Haus, das am Hang ist und ich öffne mal das Tor und dann seht ihr auch, warum ich nicht so gern gerade drin in der Garage unsere Fahrzeuge parke. Tja, und in der Garage sieht es, ja, wie wir hier sehen, genau so aus. Zum Glück ist nicht überall gleichmäßig das Wasser, aber ihr seht, das Wasser drückt von der Bergseite, wo wir unser Haus mit der Garage oder den Garagen hier gebaut haben, drückt es von der Bergseite hier rein. Das Mauerwerk weicht natürlich mit der Zeit immer wieder auf und wir können hier das Wasser auch rausschieben, aber wir kriegen es nicht raus. Es ist also wirklich Wahnsinn. Ihr schiebt das Wasser hier aus der Garage raus. Und hier haben wir gerade so eine Stelle zwischen dem Altbau, den wir auch noch nutzen können, und hier an der Tür. Ne, es fängt dann auch nach Jahren jetzt halt alles an zu rosten, aber ihr seht es hier zwischendrin, läuft es hier rüber vom Berg zwischen den Hauswänden und das rinnt hier einfach so rein, wie man hier ganz deutlich sehen kann. Ja, das ist natürlich keine schöne Situation, weil wenn man hier dann parken muss, entsprechend gehen wir hier noch ein bisschen raus. Na, so, seht das ein bisschen besser vielleicht. Ist es wirklich sehr, sehr schwierig für uns gerade, wie wir dieses Problem gelöst bekommen. Wir haben hier alle möglichen Sanitärbetriebe zwar schon gefragt, wie wir das Thema Wassereintritt von der Bergseite ein bisschen minimieren können. Ja, aber bis jetzt haben wir noch keine brauchbare und vor allem bezahlbare Lösung bekommen. Wenn ihr da vielleicht wisst oder jemand kennt, der sich auf sowas spezialisiert hat, auf so einen Wassereintritt. Man muss sich das vorstellen, wir wohnen hier halt auch am Berg, am Hang. Und ja, wir kommen da halt ganz, ganz schwer dran eigentlich, weil hinten dran auch noch Gebäude sind. Und ja, wir mussten das Ganze hier rausbauen. Hier waren einmal Altbau, Neubau, wo wir ein bisschen Platz lassen mussten. Auch zum Nachbargebäude war eine dicke Brandschutzmauer. Die durften wir auch nicht irgendwo wegmachen. Die musste ja auch bleiben, genauso zum Hang. Und jetzt muss irgendwie in den letzten Jahren durch das ganze Thema mit ja, Starkregen, Überschwemmungen, Hochwasser, haben wir das bei uns auch gehabt. Ja, dass zum Beispiel die Straße mal überflutet war. Also das war auch schon relativ heftig, vielleicht nicht so schlimm wie jetzt zum Beispiel im Ahrtal oder gerade aktuell in anderen Gebieten von Deutschland. Aber wenn ihr da vielleicht jemand kennt, der sich auf sowas mit Wassereintritt spezialisiert hat, eine Firma oder jemand, dann gebt mal gern den Kontakt auch gern mal weiter. Entweder unter die Kommentare schreiben oder schickt mir am besten eine E-Mail. Würde mich sehr freuen natürlich, wenn ihr da auch einen ganz brauchbaren Tipp hättet. Ansonsten bleibt mir einfach treu, auch in den nächsten Videos. Es sollen ja auch noch andere Themen wieder in diesem Jahr kommen.
Also wie gesagt, euch einen guten Start in dieses Jahr. Ich hoffe, bei mir klappt es auch weiterhin gut mit Neo Electrics. Es war jetzt auch relativ ruhig, aber es läuft doch auch Schritt für Schritt, glaube ich, jetzt an, wenn es auch nicht so schnell geht. Lieber langsam und stetig ist man eigentlich auch lieber, so wie es hier auf dem Kanal eigentlich geklappt hat. Es war nicht überschwänglich viel, aber sind viele immer wieder jetzt dazugekommen. Ich freue mich auf euch deswegen auch, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr mir ein bisschen Feedback da lasst. Und schaut doch auch bitte gern das nächste Mal wieder rein für irgendein interessantes Video auch zum Thema Akkutesting, neues Ladezubehör, Elektromobilität insgesamt und so weiter und so fort. Ich würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Daniel. Ciao.